Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Degusta-Box. Wuhu, hier ist sie und sie ist ziemlich schwer. Also ich denke, dass da ziemlich coole Produkte drin sein werden. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, denn ich werde dir was voressen und vortrinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Degusta-Box bekomme ich in der Kooperation mit degustabox.de. Das heißt, ich kann in diesem Video tatsächlich auch eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Und ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. Das ist eine monatlich erscheinende Box. Da gab es tatsächlich auch einen Adventskalender, den ich mit euch zusammen ausgepackt habe und teilweise vernascht habe. Und ja, jetzt haben wir Weihnachten. Ich denke, hier sind irgendwelche Leckereien aus Weihnachtszeit. Geschichten drin, irgendwelche geilen Süßigkeiten, irgendwelche fancy Drinks, irgendwelche Produktneuheiten, die ich noch nie gesehen habe und wo ich wahrscheinlich im Laden dran vorbeigelaufen wäre, weil die Fülle an Produkten es einfach nicht zulässt, dass man jedes einzelne Produkt erfasst. Dafür ist die Degusta-Box total super, denn ja, die bringt uns die Produktvielfalt dessen etwas näher und das finde ich super schön. Ich liebe es, jedes Mal hier mein Unboxing mit euch machen zu können. Habe hier auch immer ein Gabel und einen Löffel. Ich habe gerade gemerkt, ich habe jetzt hier kein Glas oder so stehen, aber wir kriegen das auch ohnehin, glaube ich, ne? Ja, und erscheint wie gesagt monatlich. Ich nehme eine Schere, mache den Karton auf. Habe ich einen Gutscheincode? Ich glaube, ich habe sogar einen Gutscheincode. Ja, blende ich die hier mal ein und steht auch unten in der Infobox drin. Dann bekommst du die Box ein bisschen günstiger. Und ja, ne? Kannst du dir einfach mal anschauen. So. Ich liebe es. Oh, ich sehe jetzt schon was Geiles. Hier haben wir den ersten Blick quasi in die Box. Da haben wir das Butterbrotpapier. Öffnen, freuen, genießen und teilen. Ja, man sollte meistens jemanden auch mit im Haushalt haben, der ein bisschen Bock auf so fancy Sachen hat, weil du wahrscheinlich nicht alles vielleicht nicht mögen kannst, ich weiß es nicht. Hier haben wir immer die ganzen Produkte. Das hier ist irgendwie anders, weil man kann es aufklappen. Das war sonst nicht so. Hier sind Rezepte drin, Waffelquesadillas, Karamell, Creme Brûlée. Oh geil, das können wir vielleicht tatsächlich Weihnachten machen. Penne, rote Linsen mit Romanesco-Lauch und Sellerie. Und dann haben wir noch ein Neujahrsgewinnspiel mit drin stehen. Also denke ich, dass diese Box eher so auf Neujahr ausgelegt ist. Ja, finde ich ganz cool. Wir wünschen dir fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit vielen Überraschungen. Dankeschön. Finde ich cool. Das ist jetzt mal ein bisschen anders, ein bisschen persönlicher gemacht worden. Hier steht jetzt nicht irgendwie ein Motto drauf, sondern einfach nur, das ist die Dezemberbox. Dann hast du hier eine Karte mit drin. Leere Weingläser sind voller Geschichten. Ne? Und das finde ich cool. Das ist von Allure. Vielleicht ist hier tatsächlich ein Wein drin. Oh, du kannst, wenn du möchtest, übrigens sogar die alkoholfreie Variante bestellen. Das heißt, wenn du in deinem Bestellprozess bist, hier kommt gerade voll der Anisduft raus, dann kannst du angeben, dass du quasi keine alkoholischen Produkte haben möchtest. Genau. Dann habe ich hier noch einen Flyer drin und zwar fröhliche Feiertage. Wir wünschen dir fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit vielen Überraschungen. Ja, hier nochmal als Karte, eben hatten wir das ja da schon draufstehen. Jetzt sehe ich hier auch direkt, was hier so krass riecht und zwar von Milford ein Tee, Fenchel, Anis, Kümmel, ein Kräutertee. Meine Herren, der riecht hier so krass raus. Boah, krass. Also das ist absolut passend jetzt in die Jahreszeit. Ne? Anis hast du jetzt wirklich vom Gewürz her gefühlt überall drin. Kümmel ist super für den Magen nach den Feiertagen oder während der Feiertage einfach mal, um die Verdauung etwas anzuregen und besser halten zu können. Und Fenchel ist auch gut für, ich glaube auch für die Verdauung und für den Hals ist Fenchel auch immer ganz gut. Ja, ne? Boah, aber der riecht krass. Also das ist wirklich eher so ein Tee, den ich trinken würde, wenn ich krank wäre. Meine Herren, das ist so ein riesen Karton hier immer. Da muss man immer aufpassen, dass man hier nicht den halben Tisch mit abräumt. Dann habe ich hier etwas von Freche Freude. Ich hatte sowas schon mal drin, ich habe es aber noch nicht gemacht. Erdbeer, Freche Freude, Freunde, freche Gemüse, Bratlinge, Dinkel und Paprika hatte ich auch schon mal. Ich muss die mal machen. Ich habe jetzt ja endlich, wir haben heute Freitag, ich habe endlich Urlaub. Yay! Vielleicht kann ich wirklich da mal für, ne, so ein schnelles Mittagessen oder ein schnelles Abendbrot sowas machen, aber mein Freund guckt immer so, wenn ich die halt raushole, weil ist halt gesund, ne? Aber vielleicht schmecken die ja richtig geil. Koch mit uns. Ja, ich werde es mal probieren. Oh, von Erdnusslocken. Ich liebe Flipse.
Meine Mama sagt dazu immer Würmchen, aber das hier sind keine Würmchen, die sind in Donutform. Ja, mit frisch gemahlenen Erdnüssen, also im Prinzip sind es ganz normale Flipse, nur halt als Kringel. Aber man muss sie probieren, vielleicht schmecken sie auch ganz anders. Die sehen echt geil aus. Oh, dieser Duft, der hier rauskommt, ich liebe das. Oh, no. Hm. Hm, mag ich voll gerne. Hm, Lindt Mini Pralines. Neue Pralines mit Nuss und Nougat. Das ist was für meinen Freund, da würde er sich mega drüber freuen. Kleine, feine, neuen Kostbarkeiten. Hm, ja, kostet normalerweise 2,99 €. Das steht ja hier hinten immer so großartig drauf, ne? Hm, ja, da würde er sich echt drüber freuen. Das bekommt er dann tatsächlich. So viel zum Teilen, ne? Ich mag es auch richtig gerne, aber ich habe meinen Freund ja auch richtig gerne. Also darf er dann auch mal so eine coole Geschichte schnabulieren. Oh, Bio-Kaffee. Richtig gut, weil wir kriegen Sonntag tatsächlich auch schon unsere ersten Weihnachtsgäste. Und da denke ich, werde ich auch einen Kaffee ansetzen, weil das halt, ne, zum Kaffee kommen die erst vorbei. Bio-Kaffee, 100% ökologischer Anbau, gemahlen, Intensität 3 von 6, fein, blumig und aromatisch, 100% Chibo Arabica. Okay, also ist es dann wahrscheinlich einfach Chibo-Kaffee, ne? Aber so von der Verpackung her habe ich das noch gar nicht gesehen. Das finde ich cool. Ja, ne, das kommt dann einfach bei uns in die Kaffeemaschine und dann hast du einfach Kannenkaffee, ganz klassisch. Ja. Oh, lecker. Filled Caramel Drops. Mm, das sind Caramel Drops, die von außen hart sind und von innen haben die so einen Schokokern, der flüssig zu sein scheint. Oh, das ist natürlich super lecker, ne? Mm, with Arabica Coffee. Okay, also ist es quasi auch noch... Oh, da ist... Boah, das sind Caramel Drops, die gefüllt sind mit... Oh, mit Kaffee. Oh, nom. Cavendish and Harvey. 130 Gramm. Jo, ne? Lecker. Oh ja, wir haben was zu trinken. Hohes C, reich an natürlichem Vitamin C, Bio-Orange mit Acerola, 100% Saft. Jo, ne? Da haben wir hier einfach einen Saft. Saft ist immer ganz gut. Jetzt halt, ich glaube, man muss den gar nicht schütteln. Gerade jetzt, wo du halt auch ein bisschen mehr Vitamin C brauchst. Jo. Ich esse ganz schön wenig Obst in letzter Zeit, muss ich gestehen, ne? Asche auf mein Haupt. Aber ich probiere den mal. Ich denke, der wird einfach nach O-Saft schmecken, oder? Was soll da groß anders schmecken? Riecht schon mal nach O-Saft. Schmeckt nach O-Saft, ist nicht mild. Also der ist schon kräftiger, ne? Aber hier steht auch nicht irgendwie mild oder sowas drauf. Ja. Ne? O-Saft. So, kommen wir zum nächsten. Ach, guck dir das an. Das finde ich interessant. Fuego, original mexikanischer Kaktusstreifen. Ja, das muss ich gleich mal echt probieren, ne? Kaktus in Streifen. Wie schmeckt denn Kaktus? Das weiß ich nicht. Das wird getestet. Mexican Cantina Style. Mhm. Okay. Ist es denn scharf? Weiß ich nicht. Hier sind unten Zwiebeln, glaube ich, mit drin. Kaktusstreifen, Wasser, Zwiebeln, Rohrzucker, Essig, Speisesalz, Serrano-Chili. Okay. Koriander, Fructose und Gewürze. Als Beigabe für mexikanische Gerichte wie Tacos, Burritos, Enchiladas und Tortilla Wraps sowie in Salaten. Oh, ich glaube, wir müssen mal wirklich Tacos machen. Ich finde Tacos toll. Tacos ist ein tolles Wort. So, ich habe hier eine Gabel. Ich will das ausprobieren. Oh Gott, die geht nicht auf. So, okay. Ja, hier sind dann die Kaktusstreifen drin. Wonach riecht das? Nach eingelegten Bohnen riecht das irgendwie, ne? So schauen die aus. Das ist, sieht auch aus wie eingelegte Bohnen von der Farbe her. Wie so grüne Bohnen halt. Mh, scharf. Hui, die sind scharf. Mh, oh, lecker. Aber scharf. Mhm, interessant. Ich muss noch mal probieren. Mh, ist lecker. Aber hat jetzt irgendwie vom Kaktus her, weiß ich nicht, wie Kaktus schmecken soll. Weil diese Schärfe direkt auf der Zunge von der Chili, ne? Aber ist wohl lecker. Jo, stelle ich vielleicht wirklich dann mal. Weil die Gäste bleiben dann ja auch, das ist mein Papa, seine Frau, Oma und Opa, die bleiben dann ja auch zum Abendbrot. Vielleicht stelle ich das einfach mal spaßeshalber auf den Tisch. Leg das so zu den Cornichons. Oh, guck mal. Das ist schon aufgeploppt. Sehr gut. Von Barilla oder Barilla Penne de Lentils Corée.
rote Linsen. Also das sind Penne mit rote Linsen, roten Linsen. Das finde ich cool. Mhm. Ohne Gluten. Nur eine Zutat, ballaststoffreich und proteinreich. Ach, das ist nur aus roten Linsen. 100% Mehl aus roten Linsen. Cool, 250 Gramm sind enthalten. Und da kannst du dann halt wirklich eine Mahlzeit von machen, wo du richtig satt von werden kannst. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal so Linsennudeln. Hat mir persönlich richtig gut geschmeckt, meinem Freund leider nicht so gut. Ja, aber für mich ist es auf jeden Fall eine coole Nummer. Und das ist hier ja schon auch, also man sieht es halt auch. Du hast hier wirklich die Penne-Nudeln, ne, von der Form ganz normal. Und die sind rot. Ja. Und schmecken nach roten Linsen. Und jetzt so trocken, schmecken die nicht so gut. Aber gekocht und wenn du dann so ein Pesto oder sowas drüber machst, mochte ich die ganz gerne. Cool. Geht weiter. Ha, das hatten wir schon öfters drin, das ist cool. The Jelly Bean Factory, 36 Huge Flavors oder 36 Huge Flavors, no artificial colors or flavors. 80 Gramm sind hier enthalten. Ja, ne, das mag ich immer wohl mal so ganz gerne. Und da hast du halt die Jelly Beans in verschiedenen Geschmacksrichtungen drin. Kann mega lecker sein, kann aber auch total furchtbar nach Chlorreiniger schmecken. Also, ne, das finde ich auch immer sehr witzig und das wird auch Weihnachten auf den Tisch gestellt. Okay. Ui. Hier haben wir wirklich so ein Oschi-Ding drin. Wow. Allure Cabernet Sauvignon Diamond Edition. Ui. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, ne? Es ist ja Wein mit 12,5% aus Italien. Sieht schon geil aus, ne? Also macht auf jeden Fall was her, wenn du den bei dir hinstellst. Ich habe keine Ahnung, was so eine Flasche kostet. Einzigartig luxuriös, stylisch, ein wenig sexy und dabei unverschämt anders. Wer sagt eigentlich, dass Wein langweilig sein muss? Intensive rote Farbe, herrlicher Duft von Kirschen und schwarzen Johannisbeeren, charmanter, weicher und beeriger Charakter mit samtigem Finale. Das hört sich echt an, als würden die hier was ganz anderes beschreiben, aber nicht einen Wein, ne? Richtig cool und jo. Jetzt haben wir hier was drin, was ich enorm feier. Liekenurkorn Backmilch 5 Steinofenbrötchen Meerkorn. Richtig geil. Wenn du in der Weihnachtszeit einfach mal keinen Bock hast, um irgendwelche aufwendigen Gerichte zum Frühstück, zum Abendessen oder sonst was zu machen oder halt wenn du zwischen einem Step und dem nächsten bist und dann noch irgendwie frühstücken oder Abendessen möchtest oder so, finde ich geil. Also hier hinten hast du dann auch die Brötchen, das sind 5 Stück, finde ich auch klasse. Und oh, ich mag Körnerbrötchen, das ist voll mein Ding und hier hast du richtig die Körner mit drin, ne? Oh, richtig, richtig toll. Und die machst du dir dann einfach im Backofen. Zap, zap, dann hast du die fertig. Das feiere ich hart. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, mein Freund hat auch tatsächlich jetzt für Weihnachten Aufbackbrötchen mitgeholt. Die sind jetzt auch bis zum 19.01. haltbar. Das heißt, ne, die kannst du dann auch mal düsse Tage machen. Aber finde ich geil. Finde ich richtig geil. Ja, ich finde jetzt so in der Christmas Edition oder auch ja, Dezember Edition hat die Degusta-Box richtig gut einen rausgehauen. Und es hat mir auch sehr gefallen. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Und wie schon am Anfang gesagt, es hat mich animiert, auch mal neue Dinge auszuprobieren. Ich meine, Kaktus, richtig geil. Ja. Ich würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würdest du mir sehr mithelfen und ich würde mich sehr drüber freuen. Ja. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!